Interludium, der Staub der Scherbenwelt. Nach stundenlangem Marsch stehen Keltas und Lady Varsh auf einem hohen Plateau und blicken hinab auf die rote Ödnis der Scherbenwelt. Damit willkommen bei Warcraft 3 Reforged. Ja, vor dieser Mission ist das Geheimlevel. Wir haben es nicht geschafft, wir machen es am Ende nochmal. Denkt dran, wir sind also jetzt aus Azeroth durch das Portal geflohen. Und zwar fliehen wir in die Scherbenwelt, ein ganz anderer Planet. Das muss euch klar sein, das habe ich damals gar nicht so richtig verstanden. Ich war ja auch noch Kind, als ich das zum ersten Mal gespielt habe. Wir sind jetzt auf einem anderen Planeten. Das ist ganz wichtig, das ist nicht mehr Azeroth. Wir sind jetzt auf einem Planeten, ich weiß nicht, ob ich das verraten soll. Also wir sind auf einem Planeten, der ehemals Draenor hieß und eben jetzt, dadurch, dass er zerbrochen ist, Scherbenwelt genannt wird. Oben rechts The Black Citadel, die schwarze Zitadelle, sollte auch allen WoW-Spielern ein Begriff sein. You are not prepared, ne? Der schwarze Tempel ist das. Das ist wahrscheinlich was anderes, ne? Das ist der schwarze Tempel in WoW. Es kann sein, dass es was anderes ist, weiß ich nicht. Aber das ist auf jeden Fall, also das Ganze mit Illidan, Burning Crusade spielt in der Scherbenwelt. Die gleiche Scherbenwelt, in der wir jetzt sind. Natürlich nur zeitlich früher. Viel Spaß. What is this desolate place, Varsh? This shattered world is called Outland, young prince. It is all that remains of Draenor, the former homeland of the Orcish Horde. Amazing. I remember when Khadgar led the Alliance expedition here years ago. He almost succeeded in wiping the orcs out for good. In an attempt to escape, Ner'zhul opened a number of massive dimensional gateways. But all they succeeded in doing was tearing the planet apart. Yes. And now, amongst the ruins of this dead world, we have come to find the Master. Illidan. Why here? What could possibly interest him in this barren wasteland? That I do not know. Regardless, we should seek him out quickly. Agreed. Actually, I'm anxious to meet him again. If he can cure my people of their hunger for magic, I will gladly pledge myself to his service. Geil, oder? Kapitel 4. Die Suche nach Illidan. Nach 3 Tagen erfolgloser Suche erkennen Prinz Keltas und Lady Varsh, dass sie sich in der Ödnis der Höllenfeuer-Halbinsel verirrt haben. Höllenfeuer-Halbinsel, herzlich willkommen im ersten Gebiet von World of Warcraft The Burning Crusade, einem der nervigsten Gebiete. Alter, die Quests, Leute. So unglaublich nervig. Aber es ist okay. Wenn man mit Zeit rangeht, ist das Gebiet okay zum Questen, aber es ist durchaus nervig. Gut, ja. This place is unnerving. We've marched for 3 days and seen no signs of life. Still, I can't shake the feeling that we're not alone out here. We aren't. I caught the scent just as the wind shifted. Night elves. What could they be doing here? The Warden, Maiev, swore to capture Illidan at any cost. She must have brought her warriors here to hunt him. There! Illidan lies chained in that cage! The Night Elves must be taking him to their stronghold! Then we must rescue him before they reach safety. Und damit herzlich willkommen zu einem ganz kleinen League of Legends-Verschnitt! Herzlich willkommen zu einem ganz kleinen League of Legends Verschnitt. Es ist ein bisschen wie League of Legends. Ich habe euch angekündigt, es ist ein bisschen so. Wir haben hier in der Mitte den Gegner. Er kontrolliert den Käfig. Das heißt, mit Maiev wandert der Käfig Stück für Stück nach rechts. Wir müssen jetzt mit unseren automatisch spawnenden Leuten versuchen, den Käfig einzunehmen und nach links zu bringen. Es ist nicht ganz, aber es ist ein bisschen. Ich hoffe, ihr kennt ein bisschen League of Legends. Es ist so ein bisschen. Die automatisch spawnenden Einheiten. Ich weiß tatsächlich gerade nicht, ob wir noch andere Möglichkeiten haben, als nur zu kämpfen. Maiev ist schon tot tatsächlich. My pleasure.
do my best. It shall be done. Lustig, oder? Illidan is unconscious, and this magical lock will take too long to open out here. So, jetzt müssen wir eigentlich nur die Gegnerwellen abwehren. My pleasure. Oh, wir können Phönix beschwören, sehr nice. Machen, wenn Mai wieder da ist. Ich weiß jetzt nicht, ob wir hier irgendwas machen können. Eigentlich nicht, ne? Wir haben nur die Helden. Wir können nichts machen. Es ist halt ziemlich geil eigentlich. Es ist mega bescheuert. Okay, wir können hier unten Söldner anheuern. Wie gesagt, es ist, finde ich, so ein bisschen League of Legends. So ein bisschen die Grundidee von League of Legends ist hier drin erkennbar mit diesen Auto... Ich meine, vom Spielgefühl her. Wir haben Helden und kämpfen gegen Gegnerwellen und gegen gegnerische Helden. Ist schon lustig. So, Maiv ist da. Wir machen mal den Phönix. Da ist der Phönix. Oh, mega geil. Okay, da sieht Alar schöner aus. Und wenn er stirbt, wird er zu einem, oh Mai ist schon wieder tot. Wird er zu einem Ei. Es kann aber auch gut sein, dass die Aufgabenmission viel zu einfach wird. Denn es sieht gerade so aus, als würden wir die mega gut zurückdrängen. Hier haben wir Goblin-Laden, aber kein Söldner-Lager, okay. Illidan fährt ganz gechillt rüber. Maiv ist wieder da. Lady Barsh kann jetzt auch Tornado. Mit dem wir einfach mal... Your bastard races are an affront to everything the Night Elves stand for. Was? Bastardvölker, what the fuck? Und schon wieder ist sie tot. Ich würde mal die Schnauze halten. Bitch. Entschuldigung. Da habe ich wieder voll Lust auf WoW, ne? Das ist unglaublich. Man könnte halt schon wirklich WoW auch mit Warcraft 4 oder Warcraft 3 mega gut boosten, ne? Wenn die einfach sagen würden, ja, man bekommt Warcraft 3 Items oder sowas. WoW Items, wenn man das Spiel spielt. Das würde ich so anbieten eigentlich, so irgendwas in der Richtung, aber... Also der Phönix verliert dauerhaft Lebensenergie, stirbt dann, wird zum Ei und lebt dann wieder. Und ist halt scheiß gut, ne? Darf Keltas sterben? Also Maiv darf ja auch dauernd sterben. Dann wäre es ja ein bisschen unfair, wenn wir nicht sterben dürften, ne? Ich würde mich gerne mal zurückziehen. Okay, jetzt gerade haben wir tatsächlich die Oberhand verloren. Aber es ist weiter nicht schlimm. Da wir eigentlich schon so gut wie gewonnen haben, glaube ich. Outstanding. Ich meine, da fehlt jetzt nicht mehr so viel. I feel edgy. It shall be done. Wir können auch mit der nächsten Welle wieder runtergehen und uns hier erstmal ein bisschen was leisten. Wir haben nämlich ordentlich Money. Ich meine, das sind jetzt echt viele. Holy shit. Aber wir können auch gerne, wie gesagt, mit der nächsten Welle. Wir sollten vielleicht hier mal ein paar. What the fuck? Also, das ist ein ehemaliger Draenei, der so verstümmelt wurde. Ein Leerenwanderer, ein Elementar. What the fuck? Foliant des Vergessens. Roll des Manas, Roll des Schutzes. Toll. Na gut, das war jetzt ein bisschen. Lady Varsh, your rescue was most timely.
The thought of spending another 10,000 years in Maiev's prison was not a pleasant one. We could not forsake you, Lord Illidan, but you owe your freedom to them. Who are they, Vash? The young elf looks familiar, but... They call themselves the Blood Elves, my lord. They are the last mortal descendants of the Highborn who served you long ago. This is Prince Kael'thas. He and his brethren have come to bask in your wisdom and pledge themselves to your will. Okay, ja, das war ein bisschen enttäuschend. Na gut, das war's. Vielleicht war es eine geile Idee, einfach direkt mal hier voll auf die Fresse zu geben, ne? Und nicht direkt zum Söldnerlager zu laufen. Gut, das war 10 Minuten. Wir haben Illidan befreit und beim nächsten Mal geht's richtig los. Denn jetzt haben wir Illidan wieder auf unserer Seite und es stellt sich immer noch die große Frage: Wem dient Illidan? Wessen Zorn hat er auf sich gezogen, indem er Tyrande gerettet hat? Und für wen hat Illidan... Also Illidan hat ja gesagt, dass er im Auftrag seines Meisters den Frostthron zerstören wollte, sollte. Das hat er aufgegeben und stattdessen mit Malfurion und Tyrande gerettet. Und irgendeinen Zorn hat er jetzt auf sich gezogen, dadurch, dass er seinen Meister verraten, den Frostthron nicht zerstört und stattdessen Tyrande gerettet hat. Die Frage ist, wer? Und das werden wir in den nächsten Missionen erfahren. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann. Ciao.